Jo, weiter mit dunkle Regel, Schatten oder Finsternis überall vom Karl. Wie lautet denn nun die traurige und äußerst verzweifelte Geschichte des Sumpfbraskers? Oh mein Gott. Nun, seine Geschichte ist folgendermaßen. Irgendwann wurde er geboren und dann haben wir ihn eins drüber geknüppelt. Das war die leidvolle Geschichte vom Sumpfbrasker. Hallo! Kirschsamen. Willkommen zurück, Meister. Wünscht ihr, meine Geschichte zu hören? Aber natürlich. Ich stamme, wie bereits erwähnt, aus dem Dorf hinter dem Wasserfall. Ein friedliches Ninja-Dorf, welches sich auf die Körperkunst von Ninja spezialisiert hat. Also so diverse Stellungen. Maijutsu genannt. Eines Tages zog ich los, denn der Blau Kage hat mir eine wichtige Mission aufgetragen. Ich sollte eine Schriftrolle zum Dorf unter der Scheibe bringen. Es war eine Ehre, so eine Mission ausführen zu dürfen. Zu Beginn lief auch alles gut. Ich bekämpfte Ninja-Schleime aus anderen Dörfern. Aber dann kam ein Krieger, der keinen Ehrenkodex kannte. Ja, so war das. Er griff mich an und raubte die Schriftrolle. Ich wollte hinterher, aber er hatte einen Diener bei sich. Er nannte ihn Hammer, ein großer Hühne. Ich habe nur seinen Schatten gesehen, bevor ich fiel. Eine Quest. Genau, es wäre wunderbar, wenn Sie mir die Schriftrolle wiederbringen könnten. Such nach einem großen Hühn mit einem großen Hammer. Er kann mich vielleicht zu seinem Meister führen. Ich weiß gar nicht, was ein Hühne ist. Ein großes Huhn? Nein, irgendein Mensch oder irgendein Fabeltier. Keine Ahnung, ein Hühner. Na, wir werden einfach einen Hammer ausschalten. Ey, ihr seid doch da, um von meiner unglaublichen Mission zu hören, oder? Ja, ich komme aus dem doch ehrenvollen Dorf. Ich komme aus dem... Nochmal. Ich komme aus dem sehr ehrenvollen Dorf hinter den Blättern. Dort war ich ein Jagdninja, ein sogenannter Försternin. Ich war auf der Pirsch, um einen bösen Verbrecherin zu fangen. Aber ich entkam mit der Hilfe eines seltsamen Kriegers, der mich attackierte. Ich konnte nicht zum Dorf zurück, nachdem meine Wunden verheilt waren, denn ich habe den Venus-Gage bei meinem Blut geschworen, habe den Verbrecher, ihn zu besiegen und zu fangen. Ich traf dann die verwundete Kirsche zusammen und gemeinsam machten wir uns auf den Weg zum Dorf unter der Scheibe. Hey, ihr könntet mir helfen, indem ihr den Verbrecher ihn besiegt. Nein, wir haben Besseres zu tun. Gegen Bezahlung natürlich. Wir sind dabei. Gut, er nennt sich Sasuke. Aber eigentlich heißt er Sasuke. Das ist doch bescheuert, wenn Sasuke eigentlich Sasuke heißt und man es dann anders schreibt, heißt es immer noch Sasuke. Mit Hilfe der Medien hat er seinen Namen verschleiert. Die von RTL Römisch 2 sind sind Genies. Okay, wir kümmern uns darum. Juhu, Quests. Giftsumpf, Vorsicht vor dem Sumpfmonster. Oh, Giftsumpf, Vorsicht vor dem Gift. okay, dann schicken wir jetzt Gollum vor. Ja, hier sind wir, Meister. Wir gehen vor. Wir verstecken uns in eurer Tasche. Nein! Sumpf-Spongy. Juhu, Sumpf-Spongy. Der ist Sumpf-Spongy. Der Sumpf-Spongy lebt ja noch. Stirb, Sumpf-Spongy. Hurray! Siegesgeheul! Okay, noch mehr. Nein! Alle zwei Schritte Monster. Gut, so langsam. Sumpfbrasker sind, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott, der hat es ganz schlapp gezogen. 16 waren das, ne? Wir leben noch. Gut. Wie kommen wir denn da hin? Wurscht. Freude. Warum wachsen hier Blumen? Wie kommt man dorthin? Ich muss mir darüber den Kopf zerbrechen. Wahrscheinlich gar nicht. Man kann sich nirgendwo dorthin stellen. Unten, links, rechts, oben, nirgendwo. Okay, das ist eine Falle. Main! Arnold! Hi, Arnold. Ach so, deswegen hat er geschrieben, ihm gefällt das Spiel. Aha. Jetzt verstehe ich. Tut mir leid, Arnold. Ich musste dich leider verprügeln. Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Braska, Feuerseele, Sumpftypus. Hat uns ein Wombat überreicht. Eine Person, eine Hexe. Und... Tja. Und genau so, wie ich gerade sagte.
Und so, Sumpfbraska kollabiert. Ich würde ja so gerne die Kämpfe rausschneiden, aber wenn die alle 5 Sekunden passieren, kann ich die nicht rausschneiden. Und es könnte ja jederzeit irgendwas Story-Entscheidendes passieren. Ups. Sie ist tot. Ja, das kommt davon, wenn man auf Enter hämmert. Okay, probieren wir mal den Uri Geller aus. Jetzt funktioniert er. Hurra, Uri Geller, mein Held. Du bist super, Uri Geller. Speichern. Das kann Uri Geller nicht. Oh. Was war das? Nein. Was zur Hölle ist das denn? Ein ekliges Sumpfmonster. Es ist Sumpfmonster Karl. Igitt, das ist ja das Ekelhafteste, was ich jemals in meinem gesamten Leben gesehen habe. Kill. Und Arnold. Was? Sumpfmonster wurde blind. Mimi beschwört Arnold. Naja, so viel ist jetzt gar nicht passiert. Töten wir Arnold. Stirb, Karl, ich töte dich für dieses Spiel. Ja, das ist die Rache für Yu-Gi-Oh! Musik. Oh, sehr stark. Naja, ist nicht stark, aber... Oh, kriegt ihm ja kaum Schaden zu. Oh, critical. Attacke und... haben wir noch irgendwas Schönes zu HP und... Ne, wir haben nichts, was die MP wieder regeneriert. Okay, dann nicht. Oh, ist nicht mehr blind. Ganz, ganz schlecht. Jetzt wird er uns töten. Oh, doch nicht. Oh, Mann. Stirb doch endlich. Stirb. Stirb, du Blatt Papier. Du Signatur... Nein, Signatur ist es nicht. Du User-Anzeige links vom Beitrag. Ja! Karl ist besiegt. Ich habe den Ersteller getötet. New Wonder Wombat. Und ein Monokel erhalten. Und Limit Level 8. Hurra, hurra. Tschüss. Ein harter Kampf, aber wir haben es besiegt. Hurra, hurra, hurray. Heilen. Kernseife, Kernseife. Jetzt sind wir endlich sauber. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir nicht mehr zurück können. Wenn wir hier lang gehen. Zurück. Wir haben sicherlich irgendwas übersehen. Zum Beispiel die Hexe rechts. Links. Hier noch irgendwas? Nein. Wo sind die Gegner hin, wollte ich sagen? Natürlich sind sie noch da. Wahrscheinlich hatten sie kurzzeitig Angst, weil wir das Sumpfmonster besiegt haben. Und dann haben sie sich vor unserer Stärke gefürchtet. Oh ja, so war das. So war das wohl. Mano, Arnold! Warum greifst du mich an, Arnold? Was habe ich dir denn getan? Spam doch nicht so. Da bleibt nur eins. Ich muss dich leider sperren. Oh ja. Wie kommt man an die Hexe? Wahrscheinlich auch nicht. Tot. Okay, es gibt Erfahrungspunkte. Nein. Nein. Sumpfbraska gibt uns Wombats. Er hat Wombats gefressen. Vergiftet. Ey, Moment, wir haben gar nichts, um das zu heilen. Aber wir haben Equipment. Monokel. Tja, da muss er eben sterben. Tut mir leid. Hallo Hexe. Vielleicht können wir erst drüber wenden. Vielleicht trocknet der Sumpf ja noch aus. Das kann gut sein. Oh, Schleimi. Hallo Schleimi. Moin! Ninja-Schleimboss. Was? Okay. Die heilt 10 LP und 10 MP. Das dürfte erstmal reichen. Arnold können wir nicht einsetzen. Miau, bom. Bom. Ninja-Schleim hasst dich. Das konnte ich gut verstehen. Ich würde mich auch hassen, wenn ich auf mich eindreschen würde. Ein Angriff gegen die Wand muss man machen. Ninja-Schleim. Und. Tja, Angriff auf alle. Bau, bau, bau. Es sterbt doch endlich. Habt doch ein Herz. Und sterbt. Tja.
Tja. So ist das, nicht wahr? Genau so ist das. Ach man, wieso bist du denn vergiftet? Juhu, einer besiegt mich. Der Rest ist jetzt ein Kinderspiel. Ups. Möchte ich gar nicht angreifen. Egal. Juhu, hass mich doch. Ich hasse dich auch. Ja, aber mein Hass war stärker. You won a Wombat. Mein Hass hat mich weitergeführt. Und mich in die tiefsten Abgründe des Schattenreiches... geführt. So. Geht gleich weiter hier im Sumpf. Kurz durchatmen. Wir haben ja noch 20 Sekunden. 10 Sekunden meine ich natürlich. Oh, so. Okay, bis gleich.